Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwent Talk oder Gwent Erweiterung. Heute mit den Scoia'tael-Karten und wir kriegen ein paar sehr lustige Karten, die für sehr viel Kopfschmerzen, für sehr viel Meme-Deck sorgen könnten, aber auch durchaus ziemlich stark scheinen momentan. Mal gucken. Was haben wir? Wir haben erstmal unsere Vierer-Rekrutierungs-4-Punkt-Karte, die Tricksterin, Elf-Bandit-Agent, Einsatz. Wir bewegen die zuletzt gegnerisch gespielte Einheit in andere Reihe. Und infusen sie mit, wenn unser Gegner, also wir, einen Elfen ausspielt, schädige dich um einen Punkt. Das heißt quasi, je mehr Elfen wir ausspielen, desto besser wird es halt. Und Trickster ist gar keine so verkehrte Karte. Elfen benutzen viele Vierer-Provisionselfen. Sie spielen relativ viele Elfen aus. Das heißt, ein Trickster ist erstmal vom Bewegen her, kann er hinter einem Verteidiger bewegen. Das ist das Gute. Gegner spielt einen Verteidiger, spielt eine Karte, die in der Reihe liegen muss. Trickster ist eine Karte, die kann die trotzdem bewegen, weil die zuletzt ausgespielte Einheit wird verschoben. Das heißt also quasi, selbst hinter einem Verteidiger, die Karte kann immer noch bewegt werden. Was Trickster relativ trickreich macht und ziemlich cool. Und immer wenn wir eine Elfen ausspielen, schädigt sich die Karte um einen Punkt. Kann ein Effekt sein, der kann einiges an Punkten machen. Die Elfen spielen teilweise auch ganz gerne die Schwertmeisterin. Die Schwertmeisterin haben so einen ähnlichen Effekt, nur wir können einen Schaden verursachen. Alles in allem, ich denke, Trickster in einem Elfendeck wird eine Karte sein, die wird da sehr gut aufgehoben sein. Einfach nur gegnerische Einheiten zu bewegen mit diesem Infuse-Effekt, wenn man nicht so viele Elfen spielt, ist die Frage, ob man es wirklich braucht, weil Bewegungsdeck haben sowieso mehr als genug Bewegen. Da weiß ich nicht, ob wir noch unbedingt die Tricksterin spielen müssen. Sei denn, wir machen ein etwas aggressiveres Bewegungsdeck mit mehr Elfen. Kommen wir zur zweiten Karte. Wir haben Backup. Plan. Eine Taktikkarte, 5 Rekrutierungskosten. Wir schädigen die zuletzt ausgespielte Einheit unseres Gegners um 2 Punkte und erschaffen einen bronzenen Elfen mit einer Einsatzfähigkeit, der nicht in unserem Starterdeck vorhanden war. Trickster wäre zum Beispiel so eine Karte, könnte man erschaffen. Es gibt aber eine Menge wirklich bronzene Elfen, die eine Einsatzfähigkeit haben. Und davon haben wir nicht mehr wirklich unbedingt ein paar schlechte. Das heißt also quasi, wir werden. Wie kann man diese Karte am besten benutzen? Wenn man reines Elfendeck spielt, wird man vielleicht viele Deploy-Fähigkeiten haben. Ob man die Möglichkeit hat zu sagen, ich möchte mit Backup-Plan immer genau die eine Karte rausholen und Backup-Plan ist dann halt quasi die eine Karte, diese Bewegungselfenkarte, Einsatzfähigkeit-Karte, Elfenkarte mit, ich mache nochmal extra 2 Schaden. Im Durchschnitt sage ich mal, einen bronzenen Elfen, den wir mit dieser Fähigkeit rausholen, wird uns so 6 Punkte bringen. Ja, selbst die Vierer-Rekrutierungskostkarten, ich sag mal 5. 5 ist so vielleicht der Durchschnitt, weil wir haben natürlich auch sowas wie die Neophyten, die sind 5 Punkte. Weniger als 5 wird es wahrscheinlich nicht werden. Es sei denn, wir haben einen Trickster und haben danach keine Elfen mehr, dann vielleicht 4, aber ich sag mal vielleicht so 5, 6 Punkte. Plus die 2 extra Schaden, das heißt, wir könnten eine 7 bis 8 Punkt-Karte haben. Backup-Plan hat aber noch einen weiteren Vorteil und zu dem kommen wir noch später. Wir erschaffen quasi eine Einheit, die nicht in unserem Deck war. Das kann in manchen Situationen mit der Goldkarte oder mit anderen Karten, die wir hier haben, auch nochmal ein ziemlich nettes Ding sein. Von daher, es ist im Prinzip unbändige Wildheit und Skellige nur bereits genervt. Unbändige Bindung oder Bindung hieß sie, glaube ich, nicht Wildheit, unbändige Bindung, wurde als Vierer-Rekrutierungskostkarte sau häufig gespielt. Mittlerweile sieht man die Karte nicht mehr so häufig, sie wird noch einmal reingepackt, aber Backup-Plan hat durchaus andere Herangehensweisen, wie man diese Karte ein bisschen ausnutzen kann. Machen wir weiter mit der legendären Karte. Wir machen diesmal erst die legendäre Karte. Wir haben Tilian Ab Colin. Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Ich nenne sie jetzt einfach Teli. Teli, 8 Stärke, 13 Rekrutierungskosten, 11 Bandit Agent mit dem Einsatzeffekt. Wir mischen eine verbündete Einheit mit Provisions- oder Rekrutierungskosten von 9 oder weniger in unser Deck. Danach spielen wir die oberste Elfenkarte mit einem Einsatzeffekt aus unserem Deck. Mit einem Befehlseffekt. Wir spawnen und spielen Backup-Plan, die Karte, die wir gerade gesehen haben. Wenn diese Einheit allerdings vorbereitet ist, also prepared, das ist ein neues Schlüsselwort, dann infusen wir sie stattdessen. Und zwar mit am Ende der Runde schädigen wir eine zufällige gegnerische Einheit, um die Anzahl der verbündeten vorbereiteten, ich weiß nicht, prepared Einheiten. Ich weiß nicht, wie sie es aufs Deutsch übersetzen, dieses prepared, gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten. An sich, wir können Karten in unser Deck zurückschaffeln. Also es ist eine extrem trickreiche Karte. Diese Scoia'tael-Elfen sind wieder extrem lustig, extrem trickreich. Es gibt verschiedene kann ich nicht mehr reden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten,
wie wir an sie herantreten können. Wir können sie mit einem Meme-Potenzial spielen. Wir mischen eine Karte mit 9 Rekrutierungskosten oder weniger in unser Deck. Wenn es ein Elf ist, spielen wir, also nicht, wenn es ein Elf ist, wir spielen den obersten Elf mit einer Einsatzfähigkeit aus. Wenn wir zum Beispiel nur einen Elfen im Deck hätten, der eine Einsatzfähigkeit hat, sagen wir mal Venadane, könnten wir Venadane einfach ins Deck reinmischen, könnten ihn wieder ausspielen und könnten mehr Wegelagereien erschaffen. Da eine Möglichkeit. Wir könnten aber auch sagen, hey, wir haben gar nicht mehr so viele Einsatzelfen im Deck drin. Wir mischen für ein reines Elfendeck vielleicht sowas wie den Isengrim zurück. Isengrim kommt raus, verbessert das ganze Feld. Wir mischen den Yavin zurück. Yavin kommt auch wieder raus, weil er die einzige Einsatzfähigkeit Elfenkarte in unserem Deck ist. Und wir schädigen einmal mit ihm. Ne? Das ist extrem trinkreich in einem sehr großen Elfendeck, dass wir da wirklich die Karte rausholen, die wir wirklich rausholen wollen. Aber in einem Elfendeck, man kann auch einfach sagen, wir mischen Elarion zurück ins Deck, also quasi unsere Elfenplötze. Die Karte kommt sowieso wieder raus und wir können einfach mit ihr eine weitere Karte ausspielen. Wenn wir den Befehlseffekt benutzen, Backup-Plan, habe ich ja gesagt, gucken wir auf 7 bis 8 Punkte. Ich rechne jetzt mal mit 8. Das heißt, wenn wir Elarion zurückmischen können, wir kriegen nochmal eine extra vielleicht 6-Punkt-Karte aus dem Deck raus, plus nochmal die extra 8 Punkte durch den Backup-Plan in einem, sag ich mal, Elfendeck. Und ich gehe jetzt auf nichts Spezifisches, sondern einfach nur vielleicht auf Punkte und vielleicht die Option, noch was Gutes rauszuziehen. Dann gucken wir insgesamt auf 22 Punkte für 13 Rekrutierungskosten. Also ungefähr so stark wie die teilweise anderen Goldkarten, die wir schon gesehen haben, gestern bei Syndikat, was sie machen kann. Nur wesentlich leichter. Wenn wir nichts Tolles zum Drückmischen haben, dann opfern wir einfach irgendwas. Und an sich finde ich sie so nice. Aber wie gesagt, wir können sie auch benutzen, können sehr speziell sagen, okay, wir mischen diesen Elfen ins Deck zurück und wir haben nur diesen Elfen mit einem Einsatzdeck, holen nur diesen Elfen wieder raus. Und da kann uns wirklich Backup-Plan auch helfen. Deswegen habe ich gesagt, die Karte hat noch einen weiteren Nutzen. Wenn wir Einsatzkarten spielen wollen, wenn wir vielleicht ein bisschen mehr von diesen Elfen haben wollen, kann uns Backup-Plan eine solcher Elfenkarten geben. In den meisten Fällen kriegen wir da nie was Schlechtes, sondern immer eine Karte, die situationsbedingt relativ gut sein kann. Und so können wir trotzdem Elfen mit einem Einsatz spielen, auch wenn wir keine Elfen mit Einsatz in unserem Deck haben. Das heißt, Backup-Plan könnte für sie relativ toll sein. In dem Sinne her, dass wir nur spezielle Goldelfen die ganze Zeit wieder ausspielen wollen. Die anderen Elfen, die wir haben, die haben einfach keine Einsatzfähigkeiten. Da werden wir möglichst drauf versuchen zu verzichten, was ein bisschen schwer ist bei Elfen. Aber ja, das kann eine Möglichkeit, wie man sie in einem Elfendeck spielt. Sonst, wie gesagt, sehr speziell auf ausgewählte Goldkarten. Relativ trickreiche Karte, aber so an sich, sie kann ihre Punkte locker gut machen. Selbst wenn wir nicht Backup planen mit ihr spawnen können, weil sie sofortig zerstört wird. Aber 8 Punkte musst du auch erstmal vom Feld hauen. Gibt Elfen allerdings mal ein Ziel, was man vielleicht mit Toll Removal so ein bisschen angreifen kann. Da hat Elfen nicht wirklich sehr viel gehabt. Die meisten Elfen hatten nur so 5 Punkte. Jetzt haben wir tatsächlich eine 8-Punkt-Karte, die sogar noch einen guten Befehlseffekt hat. Das wird wahrscheinlich dann Hitzewellenziel für Elfendex. Aber ja, mir gefällt diese Karte sehr gut. Und der Grund, warum wir die epische Karte als letztes angucken, die epische Karte ist der Raubüberfall. Da heißt eine Taktikkarte mit Echo. Wir spawnen 3 Cargos in eine verbündete Reihe. Was ist ein Cargo? Cargo ist ein lustiges Artefakt, was verdammt ist, mit einem Befehlseffekt. Wir triggern die Einsatzfähigkeit einer nicht verschleierten, nicht vorbereiteten, nicht neutralen Soldaten, Agenten oder Banditeneinheit und infusen sie danach mit vorbereitet, also prepared. Und Cargo verbannt sich selbst. Wir können nicht Einheiten anwählen, die erst diese Runde gespielt worden sind. Das wäre auch ein bisschen heftig. Ansonsten können wir einfach sagen, okay, hier, ich habe sehr viel Elfen-Elite-Schützen auf dem Feld. Ich spiele jetzt mit einem Vendor-Seal aus, mache mit den Schüssen 20 Schaden und direkt Cargo auf sie rauf, zack, nochmal 20 Schaden. Ne? Das ist zum Glück nicht möglich. Das heißt, der Riesennachteil an Cargo ist, dass unser Gegner immer eine Runde Zeit hat, quasi die Karten, die einen wirklich guten Einsatzeffekt haben, vom Feld zu räumen. Wir geben dem Gegner quasi eine Runde. Das macht die Karte auch wirklich nur fair, weil ansonsten wäre sie halt extrem stark. Das werden wir uns nämlich gleich nochmal angucken. Es gibt wirklich ziemlich gute Ziele für diese Karte. Nachteile an der Karte, offensichtlich die Verzögerungszeit. Der Gegner kann diese Karten weghauen. Plus, es ist eine Echo-Karte. Wenn wir in der zweiten Runde gepusht werden, kann es dazu führen, dass wirklich Cargo eine sehr schlechte Karte werden kann, weil wir brauchen mindestens 3 verschiedene Karten mit einem Einsatz,
die wir auch mit Cargo anklicken können, dass der Gegner sie nicht zerstört. Das heißt, wenn man wirklich nur noch eine ganz kurze Runde hat, 4 Karten auf der Hand, man fängt mit dem Cargo an, spielt danach eine Einsatzfähigkeit aus und muss wirklich hoffen, dass diese Karte überlebt. Das heißt, gegen hyperaggressive Decks oder gegen Decks, die ganz gerne pushen, kann diese Karte sehr im Nachteil sein. Das ist das Problem an Cargo. Und so wie man es gesehen hat, gibt es einige Karten aktuell, die wir rauskriegen, die könnten wieder ein bisschen mehr einen Push bevorzugen. Das heißt, vielleicht kriegen wir mit diesem neuen Kartenset wieder eine sehr aggressivere Meta, weil die Leute ganz gerne pushen wollen und nicht sagen wollen, okay, ich will jetzt eine ganz lange Runde spielen, während Syndikat sich viele Bomben erschafft oder während Cargo ja, die Einsatzfähigkeit von den ganzen Elfen nochmal ausnehmen kann. Ich meine, egal welcher Elf es ist, es könnten Yervin sein, es ist eine gute Einsatzfähigkeit, wir kriegen 3 Cargo-Dinger, Isengrim auf das ganze Feld, kann man Isengrim nochmal wiederholen, könnte man halt alleine mit einem Cargo vielleicht schon zu 10 Punkte machen. Ne? Genauso mit Vernossil kann man auch relativ viele Punkte machen. Das gibt natürlich eine Menge Möglichkeiten. Was kann man alles mit Cargo anvisieren? Wir haben hier eine, ich glaube, da können wir sogar ein bisschen näher ran. Lecky liegt nur gerade im Weg. Einen Moment. Lecky. Okay. Ich habe mal nach allen Karten geguckt, die hier Banditen sind. Soldaten oder Agenten und die eine Einsatzfähigkeit haben. Und das sind alles Karten, die könnten wir mit Cargo anvisieren. Es muss kein Elf sein, es kann alles Mögliche sein. Wir könnten auch zum Beispiel eine Saskia nehmen. Weil Saskia hat ihren Einsatz, sie holt eine Primärkategorie aus dem Deck raus, könnten wir rein theoretisch auch nehmen. Ja. Wir könnten Soldaten Krieger nehmen. Wir fügen nochmal 2 gegnerischen Einheiten 3 Schaden zu, generieren grobe Zwerge in die Reihe. Allgemein, ich glaube, der Hauptaspekt sind entweder Elfen, Karten wie Vernossil, Karten wie Venadane, Elias, Karten wie Isengrim, vielleicht auch Karten wie Yervin, die Schaden machen können. Karten wie Toro haben alle extrem starke Einsatzfähigkeiten. Etriel, Murilega haben extrem starke Einsatzfähigkeiten, also möglichst unsere ganzen guten Goldkarten. Ne? Aber auch, wie schon gesagt, im Bronzebereich, wir hätten Dolblas Thunderbögen. Das wäre eine relativ starke Karte, weil wir könnten vielleicht noch weitere Elfen-Elite-Schützen spawnen. Wir hätten Y-Head Vorhut, die viele Punkte machen können. Wir können verschieben. Wir können durchaus einen Offizier ausspielen. Es gibt eine Menge Möglichkeiten. Und bei Zwergen sieht man auch, wir könnten sowas wie die Mahakammer Wache anwählen. Okay, die Wache verbessert sich für jede andere Zwerge in der Reihe. Lass mal 8 Karten in der Reihe sein, dann ist eine Cargo-Aufladung 8 Punkte. Ne? Zusätzlich kannst du noch Zwergenplänkler benutzen. Also auch Zwergen haben Einsatzfähigkeiten, die man durchaus benutzen kann. Ne? Barkley verbessert jeden Zwergen. Denn es gibt benachbarten Einheiten Punkte um den Wert ihrer Rüstung. Ja, Shaden Skeks, Handbuff könnte man auch spielen. Shaden Skeks fügt nur einfach nochmal seine Verbesserung als Schaden zu. Oder wir haben sogar unsere lieben Wächter des Tals, die wir ausspielen könnten. Und da könnten wir Cargos auch reinpunkten. Ich denke, für Handbuff wird es ein bisschen tricklicher sein. Also Handbuff ist klar, wir haben Handbuff-Karten. Wir haben auch Karten wie, nicht wirklich die üblichen Handbuff-Karten. Ich dachte, Searsa wäre noch, aber Searsa ist anscheinend nicht unter der Kategorie Soldat, Agent oder Bandit. Vorwegszug, sage ich mal, Zwerge und Elfen sind die, die mit die meisten Einsatzfähigkeiten haben. Und wie gesagt, so eine Cargo-Box auf die richtige Einheit und wir kriegen 3 Stück davon, kann schon extrem zerstörerisch sein. Man kann natürlich auch sagen, okay, ich habe jetzt eine Cargo-Box, spiele die dann nochmal auf einen Elfen aus, weiß ich was, wir spielen die Cargo-Box einfach auf Venadane aus in der ersten Runde. In der nächsten Runde holen wir uns dann halt einfach einen Simlas raus. Und können einfach mit, wenn er den, wie viel extra Wegelari rein könnten wir spawnen. Das sind wirklich eine Menge, ne? Mit den Cargo-Boxen, dann hast du noch andere Ausspieleffekte. Also das Ganze könnte auch zu so einem extrem, wenn er den hinlaufen, wo du mit Simlas dann am Ende 8 Wegelari rein hast. Wenn es wirklich, wirklich optimal läuft. Aber ich sag mal, vielleicht so 6 Wegelari rein. Vielleicht auch ein bisschen mehr, weniger. Heißt, bietet sehr viele Optionen für Einsatzkarten. Solange sie halt diese Bandentext haben. Aber wie gesagt, die Karte hat auch ihre Nachteile. Ich finde sie allerdings extrem stark. Ja? Und mir gefallen. Also vor allem die Goldkarte gefällt mir. Die legendäre Karte, weil man kann sie wirklich in mehrere Decks benutzen. Man kann sich ein Hardcore-Meme-Deck mit ihr bauen, was wirklich auf eine sehr spezielle Elfen-Deploy-Fähigkeit abzielt, wenn er den. Das kann man durchaus machen. Oder man kann halt einfach sagen, okay, ich spiele sie in einem Elfen-Deck für rein Punkte. Alles in allem, Elfen kriegen Support. Einsatzmöglichkeiten kriegen sehr starken Support mit Cargo. Mir gefallen die Karten von Squirt Hell sehr, sehr gut. Und ich bin mal gespannt, wie sich dieser ganze Kartendurch auf die Meta so ein bisschen auswirkt. Die morgige Folge, Nilfgaard, kann sein, dass die ein bisschen später kommt. Ich muss überlegen.
Es kann sein, dass die Nilfgaard-Folge heute sogar noch rauskommt. Und wir machen morgen die Patch-Notes. Weil das wird ja wahrscheinlich dann heute Nachmittag alles in einem großen Video gedroppt mit den Patch-Notes. Das heißt, wir machen heute Abend nochmal vielleicht die Nilfgaard-Karten. Wird es vielleicht heute Abend keinen Stream geben und morgen haben wir dann die Patch-Notes und übermorgen, das heißt am Donnerstag, sollte die Erweiterung dann rauskommen. Wenn ich mich nicht vertue, die kommt heute schon raus. Aber dann werde ich es im Nilfgaard-Karten-Enthüllungsvideo wahrscheinlich nochmal ansagen. Was haltet ihr von diesen Squirtle-Karten? Mir persönlich gefallen sie relativ gut. Wie gesagt, da gibt es eine Menge Spielereien. Mal gucken, vielleicht so ein Einsatz, heftiges Deck. Sianna funktioniert übrigens nicht mit Cargos, weil bei Sianna muss man die Ausspielfähigkeit ausspielen von der Hand. Kann sie nicht nochmal reaktivieren. Aber ich denke schon, dass sich damit einiges bauen lässt. Wie stark es im Endeffekt ist, weil wie gesagt, Cargo hat diesen Nachteil. Es kann hart gepusht werden. Aber du weißt ja auch nicht mal, ob es ein Elfen- oder ein Cargo-Deck ist. Von daher, vielleicht kann man die Karte auch in Zwergen spielen. Und sie können Zwerge wirklich eine Überraschungshit sein. Weil Zwerge haben auch schon durchaus starke Einsatzfähigkeiten. Und Zwerge sind in den meisten Fällen Soldaten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut da rein. Und ciao. Join the Squirtle. And make humans fear the invisible.